Seit 2 Monaten hatte man unaufhörlich daran gearbeitet, Lager für uns einzurichten. Und locker war das Werk von weniger Bedeutung. Der Eingang von Longwood ist ein Zimmer, was man neue Gedanken hatte. Umso gleicher Seite vor Zimmer und Schweizer Saal zu sein. Von da konnte man in ein Nebenzimmer, woraus man den Saal gemacht hatte. Dann konnte man in ein drittes ganze Finzierse, das über die beiden anderen Kühe versiegte. Diese war bestimmt für die Landschatten und Wucher des Kreises. Nachher machte man es zum Schweizer Saal. Wandte man sich in diesem Zimmer rechts, so hatte man die Tür zur Wohnung des Kreises versiegt. Diese Wohnung bestand aus 2 ganz kleinen Kreiken an einen der stutzenden Stutzen. Das eine sein Kabinett, das andere sein Schlafzimmer, ein kleiner außerlicher Gang im Rücken dieser beiden Stutzen war sein Bettzimmer. Gegenüber von der Wohnung des Kreises am anderen, als ersten Ende des Gewartes, war der Aufenthalt der Frau von Watson, ihres Mannes und ihres Sohnes. Dieses Lokal wurde nachher des Kreises Bibliothek ganz außerhalb von all diesem. Und der ungeschickte Außengänger kam man zu einer kleinen, wirktigen Stube zu ebener Erde, die an die Kuhkre stieß. Hier war meine Wohnung durch ein Loch eben im Boden und Vermögen einer Schiffsleiter gelangte man zum Lager meines Sohnes, ein wahrer Heuboden, wo nicht viel mehr Raum war, außer für sein Bett. Unsere Fenster und Betten blieben ohne Verhänger. Die Fenneken Möbel in unseren Zimmern kamen offenbar von den Einwohnern, welche dieselben sich bei dieser Veranlassung vom Halfe geschafft hatten. Sie glücklich schätzen, sie bei dieser Gelegenheit loszuwerden und sich dagegen andere Mitarbeiter anzuschaffen. Den Großmarschall, seine Gemahlin und seine Kinder hatte man 2 Weilen hinter uns unter Dach gebracht. Man hieß es dort selbst nicht anders als die Hutte Hutzgate. General Gogo, nebst dem Arzt und unserem wachhabenden Offizier, würden einstweilen unter ein Set gebracht, bis sie ihre Zimmer voran in alle die Matrosen des Northumberland arbeiteten, fertig waren. Ein Ort von Garten und Gabe unser, aber beim Mangel an Wasser, bei der Beschaffenheit des Klima und weil wir uns wenig damit abgeben konnten, war es freilich nur dem Namen nach gerade über von uns, aber durch einen ziemlich tiefen Graben abgesondert, nicht sehr weit von uns, kampierte das 53 Regimenter verschiedene Posten dieselben Stunden auf den benachbarten Anhören. Diese war also unser neuer Aschenhälter. Erstattete ich dem Kaiser Werich darüber den besonderen Gegenstand, worüber vor 2 Tagen meine Gedanken verlagte hatte. Er gab keine Entscheidung und hielt die Sache für ganz unnütz. Ich hatte es gewagt, darauf zu bestehen, weil sogar im zweifelhaften Falle dabei wenigstens nichts zu fragen, nichts zu verlieren war, gerade wie wenn man es in der Lotterie gesucht, ohne wirklich da reinzusitzen. Erfolg hat übrigens
wissen, dass er richtig gerüttelt hatte. Die Sache wäre vollkommen unnütz gewesen. Sie konnte sein Resultat geben. An demselben Tage wagte der Oberste Wilkes, ehemaliger Gouverneur, im Namen der Kompanie, in dessen Stelle der Admiral gekommen war, dem Kaiser seine Aufforderung. Ich machte dann Dolmetscher. Den anderen oder dritten Tage nach Kriegsende der Minden nach Europa ab. Mit dieser Gelegenheit schrieb ich nach London und nach Paris.